Hallo Freunde und weiter geht's hier bei Gothic. Würde sagen, wir lassen das mal gleich und fragen Korkalom weiter aus. Kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen? Nein, es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte. Heißt das, es war vergebens, die Eier zu holen? Nein, hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Koristo aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Ich hatte Thalas, einen Novizen, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen, aber er wurde überfallen. Er hat mich enttäuscht, aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Ach, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Thalas muss den Almanach zurückholen. Ja, und am Ende machen wir wieder die ganze Arbeit. Es läuft doch immer so. Aber naja. Wo finde ich Thalas? Er versucht, auf dem Vorplatz des Tempelbergs Leute zu finden, die ihm helfen. Wer hat den Almanach gestohlen? Thalas hat berichtet, dass er von schwarzen Goblins überfallen wurde. Merkwürdig, aber nicht unmöglich. Was ist für mich drin? Habe ich nicht schon mehr als einmal meine Großzügigkeit bewiesen? Du wirst angemessen entlohnt werden. Ja. Ich habe das Kraut abgeliefert. Gut, mach dich anderweitig nützlich. Hatten wir das nicht schon? Na egal. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Ich habe Crawlerzangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Schön. Jetzt haben wir das. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Haben wir das auch nochmal abgegeben hier und oh Gott, was ist das für ein Mistwetter? Wo wir jetzt irgendwas machen, wenn ich mich jetzt schlafen legen, bis das Wetter besser ist. Das könnt ihr aber mal glauben. Weil bei so einem Regen will man doch nicht arbeiten. Werde jetzt gleich nochmal versuchen, Templer zu werden. Ah, sieht wieder besser aus. Das ging ja in der letzten Folge irgendwie nicht. Vielleicht mussten wir erst die Eier ablegen. Ich hoffe es mal, dass es so ist. War doch klar. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann muss ich mal schauen, was ich da mache. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich hatte bisher bei der Version von Gothic noch nie so gewaltige Bugs, sage ich mal, dass ich da nicht weitergekommen wäre. Deswegen reden wir doch jetzt nochmal mit Korangar. Erwache. Ah, das ist doch. Ich möchte Templer werden. Ich möchte Templer werden. Die Zeit ist gekommen, da du aufgenommen wirst. Du solltest eins wissen. Templer zu sein bedeutet nicht nur gut kämpfen zu können und das Lager zu beschützen. Wir sind die auserwählte Wache des Schläfers, die Hüter des Geistes. Wir nutzen unsere geistige und unsere körperliche Kraft zu gleichen Teilen. Nur ein Mann, dessen Körper und Geist sich in Einklang befinden, kann ein aufrechter Templer sein. Es freut mich, dass du es in so kurzer Zeit geschafft hast, so weit zu kommen, dass du nun bereit bist, einer der unseren zu werden. Und vergiss nicht, ein konzentrierter Geist in einem gestählten Körper widersteht jeder Bedrohung. Geh nun zu Gornatoth am Übungsplatz. Er wird dir deine neue Rüstung geben. Das finde ich doch gut. Und hier können wir auch den zweihändigen Kampf lernen für 30 Lernpunkte. Und Stärke und Geschick kann uns wahrscheinlich auch hier Korangar beibringen. Schauen wir doch mal, haben wir noch? Ja, wir haben noch 16 Lernpunkte. Hey. Trainieren hier mit riesigen Schwertern. Wir bleiben erst bei unserem kleinen, wendigen Einhänder, würde ich sagen, und holen uns unsere neue Rüstung. Erwache! Hallo. Ich möchte meine Templer-Rüstung abholen. Es ist mir eine Freude, dem Mann eine von unseren Rüstungen zu überreichen, der die Eier der Minecrawler gefunden hat. Diese Rüstung soll dich schützen, so wie der Schläfer die Bruderschaft schützt.
Wunderschön. Was ist das dann für eine Rüstung? Was ist das dann? Also, das ist ja hier ein Rock und mehr nicht, oder was? Nee, ich will ja schon eine bessere Rüstung haben. Haben wir noch Geld? Wahrscheinlich werden wir dann bessere Rüstungen kaufen müssen. Was ist hier schon? Oder auch schon ein Ticken besser. Bessere Rüstungen werden wir wahrscheinlich kaufen müssen und wir haben kaum noch Geld. Vielleicht reicht's ja noch. Erwache! Salve, ich brauche eine bessere Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich könnte dir eine bessere Rüstung zuteilen. Doch dafür musst du einen großzügigen Beitrag an die Bruderschaft spenden. War mir klar. Und, oh Gott. Frage, können wir die Schwere schon holen? Ich möchte eine schwere Templerrüstung haben. Du bist noch nicht so weit. Bewähre dich erst noch weiter für unsere Gemeinschaft. Dann wird dir auch das Recht zuteil, solch eine erlesene Rüstung zu tragen. Dachte ich mir schon fast. Ich brauche eine... Wie schaut es aus mit Templerrüstung? Wahrscheinlich einfach nicht genug Geld für. Ich möchte eine mittelschwere Templerrüstung haben. Du bist noch nicht so weit. Bewähre dich erst als Templer. Dann wird dir auch das Recht zuteil, eine bessere Rüstung zu tragen. Doof. Schade. Dann müssen wir erst mit der Rüstung ein bisschen durch die Gegend watschen. Ist immerhin besser als unser Novizenrock. Das muss man ja durchaus so sagen. Aber kann der mich vielleicht auch trainieren in irgendwas? Kannst du mich trainieren? Stärke und Geschicklichkeit sind ebenso wichtig wie geistige Kraft. Ah, schön. Aber Stärke, Geschicklichkeit und Mana können wir hier etwas skillen. So. Die Templer sind sozusagen die Paladine hier in dem Spiel. Also die Kampfmagier. Mehr Kampf als Magier, aber vielleicht kann man das ein oder andere mal mitnehmen. Erwache. Kann ich bei ihm mir das lernen? Ich will lernen, die Kraft meiner Magie zu steigern. Die Kraft deines Geistes ist der Schlüssel dazu. Ja, hier auch wieder Mana. Und hier können wir vielleicht sogar jetzt magische Kreise lernen. Lehre mich die Magie der Runen. Die Sprache der Runen zu lernen, vermögen viele. Doch nur wenige verstehen ihre Magie. Ich werde es mit dir versuchen. Ja, hier können wir die Kreise lernen. Ich würde sagen, ach komm, den ersten Kreis. Ich bin bereit für den ersten Kreis. Nehmen wir einfach mal mit. Höre meine Worte. Der Schläfer erschien vor langer Zeit. Und gab den Menschen eine Vision. Viele wollten seine Zeichen jedoch nicht sehen, weil sie von der Gier nach Erz geblendet waren. Nur Iberion und eine Handvoll anderer machten sich auf und gründeten die Bruderschaft. In dem Augenblick, als sie dem Ruf des Schläfers folgten, entstand der erste Kreis. Die Magie der Runen offenbart sich demjenigen, der dem Schläfer folgt. Ja, immerhin etwas. So, schauen wir doch mal. Er hat uns 10 Lernpunkte gekostet. Aber wir müssen jetzt hier bei Magie sehen wir erster Kreis. Das ist doch ganz praktisch. Wir haben ja irgendeine Rune haben wir auch von Korkalom bekommen. Ja, hier, Rune des Lichts. Da brauchen wir keine Fackeln mehr. Ist da auch was Schönes. Rüsten nochmal aus. So. Erwache. Salve. Und dann will ich doch mal gucken. Ich möchte Schriften über Magie. Ob er hier noch neue Runen anzubieten hat. Diverse Ringe. Ja, diverse Schriftrollen. Hier haben wir, okay. Windfaust für den zweiten Kreis, nicht für den ersten. Heilung für den zweiten. Heilung werden wir uns. Das klingt doch ganz gut. Ich denke mal, die werden wir uns irgendwann zulegen. Warum er zweimal Windfaust hat, weiß ich nicht. Aber mehr hat er erstmal nicht. Naja. So viel werden wir sowieso nicht auf Magie gehen, dass sich das großartig im Skillen lohnt. Aber ein bisschen was werden wir da schon mal einfach einsacken. Warum halt auch nicht? Ne? Wir haben ja die Möglichkeiten, also machen wir es einfach mal. Dann will ich jetzt erst nochmal ein bisschen Sachen loswerden, ein bisschen Geld in die Kasse bringen. Ach, meine tägliche Ration, komm. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Schade.
haben wir auch was. Vielleicht für schlimmere Zeiten, wenn wir in irgendeiner Höhle eingeklemmt sind oder Angst vor einem Endboss haben, irgendwie sowas. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Ich will das haben. Danke. So, was haben wir denn alles da, was wir mal umdrehen könnten? Hier die Krallen, Felle, Zähne und ja doch die restlichen Blutfliegenflügel. Na, passt perfekt. So. Haben wir jetzt wenigstens ein bisschen was. Und dann schauen wir doch nochmal, ob wir hier in der Schmiede noch ein paar Sachen verkaufen können, falls wir auch noch was zum Verkaufen haben. Ich habe gerade gar keinen guten Überblick über unser Inventar. Erwache! Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Hat er vielleicht irgendwie bessere Waffen für uns? Bum, bum, bum. Grobe Schwert, warum hat er denn so viele grobe Schwerter? Das ist mir ein Rätsel. Nein, er hat keine besseren Waffen, schade. Aber vielleicht noch etwas Geld? 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 Ja. Aber eine Menge Geld. Jetzt können wir ihm doch mal schauen, dass wir ihn was hier irgendwie abluchsen. Drogen behalten wir erstmal, man weiß. Feinvoller Eier. Bum, 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 bum. Ach, Pilze hier kommen. Nimm. Nimm, nimm, wir haben ja reichlich. Und hier Fleisch, komm. Zack. Das Gebratene auch. Wir brauchen das jetzt langsam echt nicht mehr. Zack. So, 700. Anteilsring, komm. Obwohl, nein, die wollte ich ja behalten, falls wir mal ein bisschen was zeigen wollen. Richtig, ich erinnere mich. Aber die Robe. Das wird ein bisschen teuer. Das hatte ich befürchtet. Dann mache ich hier ein paar Pilze wieder raus. Bis das wieder soweit passt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Die alte Robe brauchen wir ja nicht mehr, wenn jetzt da was Besseres. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was Flüssiges auf Tasche. Sehr gut. So muss das sein. Und dann reden wir jetzt doch erstmal mit dem Novizen Talas, der auf dem Weg vom Alten zum Sumpflager von schwarzen Goblins zu überfallen wurden. Überfallen wurde. So schien. Na, da habe ich mich gerade am Konjunktiv verhaspelt. Soll auch mal vorkommen. Wir reden jedenfalls mit ihm und schauen mal, was wir für ihn tun können. Novize Talas, da haben wir ihn. Die Novizen werden ihm keine große Hilfe sein. Und anstatt sich zu bemühen, kifft er auch lieber erstmal. Erwache. Werd ich sehe schon genau kommen, wir dürfen die ganze Arbeit machen. Du bist Talas, der überfallen wurde. Lass mich in Ruhe, ich will nicht darüber reden. Ich kann dir helfen, den Almanach zurückzubringen. Wirklich? Goblins haben mich überfallen und... Jetzt soll ich wieder zu ihnen gehen und das Buch zurückbringen. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich zeige dir den Weg zum Almanach und du holst ihn zurück. Ja, was habe ich gesagt? Gib mir 50 Erz und ich bin dabei. Was? Du beraubst mich. Nun gut. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Das ist ja wohl das Mindeste, was dafür bekommen soll. Ich bin bereit, wir können losgehen. In Ordnung, folge mir. So, dann folgen wir ihm nochmal gerade. Schauen, wo denn diese Goblins sich befinden, die ihn überfallen haben. Das sind immer so schöne Sachen. Hey, du hilfst mir. Ich zeig dir, wo du arbeiten musst und du machst den ganzen anderen Scheiß. Yo, super, so machen wir das. Klasse. Yay. Aber naja, wir sind ja jetzt Templer. Wir müssen ja hier unsere schwächlicheren Gebrüder... Schwestern scheint es ja gar nicht zu geben in der Kolonie. Müssen wir ein bisschen beschützen, soweit. Von daher soll das Ganze in Ordnung sein. Machen wir einfach mal. Ach, dieser Berg, den man hier hochrennen muss. Oh Gott, das ist so
Ganz im Ernst, wer baut ein Lager hinter dem Berg? Das ist doch anstrengend. Da gibt es Menschen, die gehen diesen Berg jeden Tag rauf und runter. Jeden Tag. Boah. Das wird mich ja schon ziemlich nerven. Da aus dem stickigen Sumpf rauszukommen, ein bisschen Frischluft zu schnappen. Muss diesen den halben Marathon laufen. Ist ja auch nichts, was man jeden Tag machen möchte. Aber naja, wir haben uns jetzt für diesen Weg entschieden. Und du willst jetzt ernsthaft... Ach, ich dachte schon, er wollte jetzt hier durch den Wald gehen. Das wäre sicherlich sein Ende gewesen. Aber scheinbar ist dort hinten, über diese Brücke, der Weg und die Höhle. Das scheint es zu sein, soweit. Jo. Ist da sehr zielstrebig, der gute Talos. Hinter dieser Brücke ist die Höhle dieser verdammten kleinen Biester. Pass auf dich auf. Du kommst nicht mit? Ich werde hier auf dich warten und unseren Rückzug decken. Ja. Dann deck du mal unseren Rückzug. Wir decken unseren Frontalangriff und den sehen wir beim nächsten Mal. Auf bald, euer Exedo.